So, dann der Bastelzeit. Heute geht es wieder so ein bisschen ums Löten. Und zwar habe ich da ein bisschen was noch in der Kiste liegen, was ich mir dann heute mal anschauen möchte. Aber gehen wir noch mal ein Stück zurück. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Ich verlinke es euch auch noch mal. Ich hatte vor einiger Zeit Dir gebaut. Das ist von unserem lokalen Hackerspace so ein kleines Kit, mit dem man entsprechend SMD-Löten üben kann. Im Prinzip eine relativ einfache Schaltung, sind einfach ein paar Transistoren hier unten in den Füßen, die zwei LEDs in den Augen hin und her blinken lassen. Das Ganze per Knopfzelle oder so einer kleinen Uhrenbatterie betrieben. Und ja, so blinkt das dann relativ lange vor sich hin. Und ich bin damals extra hier den Weg gegangen mit der Transistorschaltung, weil, hey, relativ einfache Bauteile, überschaubare Bauteilanzahl und entsprechend kriegen da Einsteiger recht schnell entsprechend auch ein Ergebnis in die Hand. Ja, hat auch ganz gut funktioniert. Aber es gibt natürlich auch andere Batches, die deutlich komplizierter sind und trotzdem lötbar sind. Und eins davon, das habe ich heute vor der Nase, sozusagen mal gucken, was die Konkurrenz da veranstaltet hat. Und ja, das ist diese Katze hier. Wir sehen schon so Katzenkopfform mit Schleife. Das Ganze hier, das ist von der TuxCon. TuxCon, das ist ein ja eigentlich jährliches Open-Source, Open-Hardware-Event in Bulgarien. Und die haben 2017 zusammen mit Olimex hier diese Batch rausgebracht, dieses TuxCon-Kitty, was entsprechend halt auch als Lötkit da ist. Und hey, es ist Open-Hardware, deswegen habe ich da die Möglichkeit gehabt, mal reinzuschauen, wie die denn so Sachen gemacht haben. Eins vorweg, das hier ist eine komplett andere Klasse als das, was ich gemacht habe. Von daher nicht gut zu vergleichen, aber eins macht's gleich, und zwar wir haben zwei LEDs als Augen. Überraschung, die kann man natürlich leuchten lassen, aber wie gesagt auch noch einen Buzzer hier oben. Das heißt, das Ding kann auch noch Musik spielen. Und hier unten die beiden Pads, zusammen mit denen auf der anderen Seite, da kommt ein USB-Port dran. Und ja, USB heißt dann auch wohl offensichtlich was mit Programmieren. Und hier in der Mitte, der kleine Chip, das ist ein AT-Tiny. So, diejenigen von euch, die sich ein bisschen mit Mikrocontrollern aus der Ecke auskennen, die werden jetzt vielleicht fragen, Moment mal, da stimmt was nicht. Und ja, das habe ich mir auch gedacht, denn der AT-Tiny, der kann eigentlich gar kein USB. Ja, offensichtlich haben die hier sich ein paar Tricks bemüht, um in Software irgendwie USB da verfügbar zu machen, dafür zu sorgen, dass man per USB programmieren kann, obwohl es eigentlich kein USB gibt. Und ja, ansonsten ist da nicht viel mehr dabei. Wir haben halt hier die Widerstände für die LEDs. Die sind direkt am Mikrocontroller angeklemmt. Und hier unten diese ganze Ecke, die wahrscheinlich sich darum kümmert, hier USB zu machen. Und ja, sogar der Buzzer ist direkt vom Mikrocontroller betrieben, was mich jetzt wundert. Ich hätte gedacht, der braucht ein bisschen mehr Strom, als der liefert. Aber passt schon, das Ganze auch hier oben über dieses Knopfzellending. Die haben einen anderen Halter als ich benutzt. Ich werde aber wahrscheinlich die Batch auch noch auf den hier umbauen. Ist jetzt alles durch Corona ins bisschen ins Stocken gekommen, weil normalerweise haben wir hier so Batches meistens auf Veranstaltungen, um halt Kindern und Jugendlichen so das Löten näher zu bringen. Aber momentan sind keine Veranstaltungen, deswegen habe ich noch nicht weitergemacht, um hier entsprechend den Batteriehalter zu tauschen. Aber ihr seht schon hier auf der Revision, da sind schon entsprechend die Pads drauf. Denn, naja, der hier, das ist einfach nur ein gebogenes Blech und das ist günstiger als hier so ein Batteriehalter. Spart halt wieder ein paar Cent. Und ein paar Cent bei größeren Mengen ist halt dann doch ein bisschen Geld. Vor allen Dingen, wenn man es halt als Verein stemmt, einfach aus Spenden. Dann ist sowas natürlich, wenn es jetzt keinen Verlust gibt an irgendwelchen Funktionen, eine ganz praktische Sache. Gut, ich habe mal rundgeguckt. Ich hoffe, ich habe alle Bauteile da. Also zumindest mal den Atmel hier, diesen Mikrocontroller. Das ist der AT-Tiny 85V. Den habe ich zumindest hier schon mal noch eine Packung gefunden. Und ich hoffe, ja, ein paar Widerstände werden sich auch noch finden lassen. Buzzer hatte ich, glaube ich, auch noch hier irgendwo gesehen. Also das wird schon irgendwie. Praktischerweise haben auch die eine relativ gute Bauanleitung mit dabei. Heißt, das ist entsprechend dann auch relativ einfach zu machen. Zum Löten brauche ich wahrscheinlich nichts. Für die Software sieht das dann wahrscheinlich schon anders aus. Was man eventuell sieht hier in der Anleitung, die haben das Board in weiß gefertigt mit schwarzer Lötstoppmaske. Das hier ist jetzt grün mit weißer. Ah, ich denke, das ist auch noch okay. Andere Farbe hätte ich länger warten müssen, beziehungsweise wäre teurer geworden deswegen. Nee, grün passt schon. Ich wollte es ja nur ausprobieren. Deswegen, hey, die Farbe passt schon für mich. So. Fangen wir mal an. Was sagt denn die Dings hier? Die sagt etwas von 1 Kiloohm und die Größe ist 12.06. Okay, dann
Nehmen uns doch mal ein paar davon. Drei Stück, wenn ich richtig gesehen habe. R1, R2, R5. So, und ich verstoße direkt mal gegen die Anleitung und hole hier das Groblot mit einem Millimeter. Das reicht. 1, 2, 5. Dann holen wir uns hier die, wo R1, R2 und R5 steht. Machen jeweils ein Pad mit ein bisschen Lötzinn voll. Okay, das müsste schon reichen. Dann krallen wir uns einen von den Widerständen. Richtung ist im Prinzip egal. Ich mache es meistens so, dass die Beschriftungen übereinstimmen. Ich schiebe den hier hin, wo es hin soll. Machen die eine Seite nochmal heiß und schieben den gerade. So. Dasselbe machen wir jetzt mit den anderen hier. Zack. Und wie gesagt, eigentlich ist die Richtung egal, aber ich habe es halt gerne lesbar. Das ist besser, wenn man später Fehler sucht. Dann muss man da nicht raten, ob man richtig gelötet hat, sondern kann einfach nochmal auf den Wert gucken, um sicher zu gehen, dass man da nicht das Bauteil vertauscht hat. Uppala. Wollte ich gerade ein bisschen Lötzinn wegmachen. Ja, das ganze Ding verschoben. So, jetzt wo sie an einer Seite festgelötet sind, können sie nicht mehr weggehen und entsprechend können wir dann hier die jeweils andere Seite festlöten. Das war etwas viel. Aber solange wir keine Kurzschlüsse machen, ist das alles noch vertretbar. So, das Ding geht mir gerade ein bisschen zu viel hin und her. Dann heißt, wir bauen uns mal gerade irgendwie hier eine Halterung, dass das Board da nicht die ganze Zeit umherfliegt. Ich habe hier so Magnetdinger. Die helfen da relativ einfach, das Ding hier an Ort und Stelle zu halten. Dann verwackelt da nichts mehr und man kann besser löten, ohne dass da was wegrutscht. Gut, was hatten wir denn jetzt? Wir hatten das, das, das. Was haben wir als nächstes? Wir haben R3 und R4 mit einem Megaohm. Also auch hier genau dasselbe. Wir nehmen uns ein Pad, machen da ein bisschen Lötzinn drauf und schieben dann hier einen von den jeweiligen da rein. Und der andere, ups, nicht durch die Gegend werfen. Die findet man immer so schlecht auf der Werkbank. So. Okay, up. Der war noch nicht ganz abgekühlt. Der ist dann nochmal verrutscht. Im Zweifelsfall mit der Pinzette festhalten, bis das alles hält. So. Jetzt die andere Seite. Das wäre hier und hier. Flussmittel reicht. Ups, hier unten haben wir jetzt auch schon mal. Naja, machen wir gerade hier unten. Jeweils Lötzinn drauf, müssen wir gleich eh. So. Was haben wir als nächstes? Wir haben R6, R7 sind 22 Ohm. 220, das klingt richtig. Das waren zwei Stück. Ich mache jetzt hier oben noch mal ein bisschen Lötzinn drauf. Der Vorteil bei frischem Lötzinn ist, dass hier noch Flussmittel drin ist. Das sorgt dafür, dass das Ganze besser fließt, besser hält. Allerdings, wenn man den Lötkolben zu lange drauf lässt, verflüchtigt sich das. Und deswegen, wenn man da schon Lötzinn drauf hat und noch mal heiß macht, ist das meistens nicht mehr so gut. So, als nächstes soll man bitte C1 auflöten. Und das wäre braun. Ja, schön. Was ist denn C1? C1, 22 Picofarad, 1206. Halt, stopp. Okay, in der BOM steht 22 Picofarad, in der Schematik steht 12 Picofarad. Gehen wir mit 12 Picofarad, die habe ich hier nämlich auch in 1206 da. 22 habe ich jetzt nur noch in 0805, deswegen 12. Und das war C1. Wo ist C1? Da unten. Mal, ob wir das geangelt bekommen. C1. Das, ne, da muss ich mal kurz die Hand wechseln. So. Ist fest. Andere Seite auch. Ich gehe mal davon aus, 12 oder 22 wird da nicht ganz so viel ausmachen.
Das scheint irgendwie nur ein Koppelkondensator zu sein für den Buzzer. Ich glaube, 22 ist eventuell was lauter oder andere Frequenz, aber nee, passt schon. C2 ist ein Mikrofarad. Da sollte ich noch genügend haben. Ich glaube, die von unserer Batch waren auch ein Mikrofarad. Das sieht gut aus. Und hier kann man auch schön sehen, der C2, der ist deutlich höher als der C1. Einfach weil er mehr Kapazität hat, weil er mehr Energie speichern kann. So ein Kondensator quasi wie eine ganz kleine Batterie. Der hier kann viel weniger speichern als der. Entsprechend ist der auch deutlich kleiner als der. Und auch der dürfte relativ unkritisch sein mit der Größe. Der sitzt hier am Eingang, der wird einfach nur benutzt, um ja, die Batterie ein bisschen zu puffern. Die Batterie irgendwie nicht so viel Strom liefern kann, weil gerade der Buzzer anläuft, dann kann entsprechend der Kondensator da noch ein bisschen versorgen. So, was haben wir noch? D1, steht nichts dabei. Na doch, 1N5819, wobei das einfach nur irgendeine Input-Diode ist. Warum haben wir da eine Input-Diode? Ach so, weil der auch sich von USB versorgt und wir wollen nicht per USB die Batterie laden. Verstehe. Die habe ich jetzt nicht, aber das hier sollte eigentlich ausreichen. Das ist jetzt eine normale 4148er. Ist eigentlich eine Signaldiode, aber ein paar LEDs in der Buzzer dürften nicht so viel Strom verbrauchen, dass das irgendwie nennenswert ein Problem gibt. Wobei, Moment, hier habe ich auch noch die richtige. Wow, das ist noch besser. Ich wollte gerade schon die hier reinlöten, aber hier habe ich noch eine Schottky Barrier Diode. Die ist besser, die hat nicht so viel Spannungsabfall. Das ist mir lieber. So, hier muss man aufpassen. Hier ist ja so ein Strich auf dem Ding und hier ist auch ein Strich, wenn man sie richtig rumlegt, auf der Diode. Die müssen übereinstimmen. Hier ist die Richtung nämlich nicht egal im Gegensatz zu den ganzen anderen Sachen, die wir hatten. Hier die andere Diode, die tun wir mal weg, bevor uns die hier sonst wohin fliegt. 4148er waren hier drin. Wer weiß, wann man die nochmal brauchen kann. Und ich sehe schon, hier kann. Die 4148er brauchen wir auch gleich. Die haben sie auch drin. Für USB runterzudrücken. Na wunderschön. Hier haben wir noch gar keinen Pin mit Lötzinn versorgt. Das funktioniert nur so mäßig. So, die Diode hier im Übrigen kleiner als der Rest. Also bei Einsteigern ist jetzt hier die erweiterte Klasse, weil es halt kleiner ist und man da sich ein bisschen mehr konzentrieren muss. Ja, am Ende, es ist meistens kein Problem in der Größe. Also das kann man sogar ohne Mikroskop und alles löten. Richtig fies wird das dann erst so ab 603 auf 402 oder noch kleiner. Ja. Nicht schön, aber reicht. Und was haben wir eben gesagt? Wir brauchen noch Dioden. Hier unten die beiden D3, D2, das sind tatsächlich 4148er. Die werden an der Stelle ein bisschen ungünstig genutzt, so wie man das eigentlich nicht tun sollte. Ups. Ah, das ist Mist hier. Das sind runde Dioden. Die sind in so einem runden Glasgehäuse. Die rollen hier natürlich über den halben Schreibtisch. Wenn ich die hier ablege, dann zipp, weg ist sie. Man könnte jetzt. Ups. Okay. Jetzt ist sie am Magneten. Okay, das geht. Man könnte jetzt natürlich mal gucken, dass man den Schreibtisch vollständig gerade bekommt, aber nee, sehen wir es als erhöhten Schwierigkeitsgrad. Was ich sagen wollte, wofür die hier genutzt werden. Wir hatten eben ja das, was wir hier oben verbaut haben. Das ist eine sogenannte Schottky-Diode. Das ist quasi, ja, man könnte sagen, eine bessere Diode, denn die hat einen relativ geringen Verlust. Wenn wir Strom durch eine Diode laufen lassen, dann geht das nämlich nur in eine Richtung durch. In dem Fall hier so rum. In die andere Richtung würde es blockieren. Aber der Strom, der hier durchfließt, der verliert Spannung. Und zwar bei hier sowas, ich würde mal schätzen 0,2 Volt so um den Dreh. Bei den Standarddioden wie denen hier ist das mehr. Da ist es eher so 0,5, 0,6 Volt. Was man hier macht, ist, die hier wird benutzt, dass der Strom von der Batterie durch die Diode hier zum Prozessor fließen kann. Aber wenn wir USB angeklemmt haben und der auch den Prozessor versorgt, kann nicht der USB-Strom in die Batterie fließen, weil das ist halt keine wiederaufladbare. Die hier nutzt man, weil USB hat 5 Volt, die Batterie hat 3 Volt.
Und naja, hier schaltet man zwei Dioden hintereinander, ist zweimal etwa ein halbes Volt. Das heißt, statt 5 Volt kommen dann hier nur noch so 4 Volt an oder 3,8. Und damit ist man dann nicht mehr so weit von der Spannung hier der Batterie entfernt. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier entsprechend irgendwelche Timings mit den Kondensatoren sich gebastelt hat oder eventuell die LEDs, die hier verbaut werden, nur eine gewisse Spannung können und man deswegen gesagt hat, okay, wir drücken damit so notdürftig die Spannung etwas runter. Normalerweise macht man das nicht mit Dioden, dafür gibt es spezielle Spannungsregler, heißen die. Aber so ein Spannungsregler ist halt auch deutlich teurer, im Zweifelsfall deutlich schwerer zu löten, was bei hier so Einsteigersätzen natürlich auch noch ein kleines Wörtchen mitzureden hat. Und ja, wenn man hier so eine Diode nicht in der Rundbauform kauft, sondern in der viereckigen, dann sind die hier nun mal für Einsteiger ein bisschen besser geeignet. Ich schätze mal deswegen und eventuell auch wegen dem Preis hat man das entsprechend dann so rumgemacht. Auch hier im Übrigen, hier ist eine Linie drauf. Auf dem Aufdruck ist eine Linie, die müssen übereinstimmen. Hierbei ein bisschen fies, weil die untere zeigt die Linie nach rechts, bei der oberen zeigt sie nach links. Aber ja, wer darauf achtet, was geschrieben steht oder die Anleitung liest, hat da natürlich einen Vorteil, weil der findet das relativ flott raus, was man da beachten sollte. Auch hier dann jeweils die andere Seite löten. Okay, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas? Nur den Prozessor, oder? Wobei ich sehe gerade, ach, die hatten auch die runden Glasdinger. Fies. Next solder the battery holder. Next solder the processor. Solder the batch pin. Ja, den habe ich natürlich nicht. Was die noch gemacht haben, die haben hier in der Mitte bei diesem großen Lötpad so eine Art Nadel drauf gemacht, womit man das Ding dann festmachen kann an der Kleidung. Da hatte ich ja bei meiner Batch, wo ist sie jetzt überhaupt hin? Hatte ich verschiedene Sachen vorgesehen. Entweder, was ursprünglich geplant war, dass man hier oben eine Sicherheitsnadel dran machen kann auf dieses Feld. Am Ende, ich denke, wir sind bei den meisten hingegangen, haben einen Magneten einfach auf die Batterie gemacht. Das hält auch und ja, so konnte man das dann auch an der Kleidung tragen. Ja, ich werde hier hingehen, werde jetzt den Prozessor drauf machen, weil der ist kleiner als das Batteriehalteteil. Und ich bevorzuge eigentlich die kleinen Bauteile immer zuerst zu löten. So, einen davon bitte. Hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufpassen, denn auch die haben eine Richtung und die ist sehr, sehr wichtig. Und zwar, wenn wir mal auf das Gehäuse gucken, dann seht ihr jetzt hier oben, da an der Ecke, da ist ein Punkt. Und hier ist ein Punkt. Das heißt also, die Punkte müssen übereinander sein. Das heißt, so rum muss das da drauf. Jetzt gucken wir erstmal, passt das überhaupt? Ja, das sieht gut aus. Und was ich hier mache, ist meistens auf einen von den Pins ein bisschen Lötzinn drauf zu machen. Da hole ich jetzt aber das dünnere und benutze meine Lupe. Ja, nehmen wir den hier oben. Bisschen Lötzinn. Zack. Jetzt schiebe ich den an die richtige Stelle. Mach das nochmal heiß und lass es da. Lass es durch die Gegend springen. So war das nicht gemeint. Gerade halten. Gucken, dass die anderen Sachen alle, die anderen Pins alle übereinander passen. Das sieht gut aus. Dann gehe ich hin, mache das auf der gegenüberliegenden Seite. Warten jetzt hier oben rechts. Das machen jetzt hier unten links. So. Okay. Sitzt. Oben nochmal ein bisschen frisches Lot dran. Das sollte passen. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, dass man jeden Pin einzeln lötet. Bei hier so kleinen Chips mache ich das meistens. Das heißt also genau wie die anderen auch. Spitze nur an einen dran halten, Lötzinn zugeben und dann den einen löten. Was man alternativ machen kann, ist die Spitze einmal quer drüber legen und alles gleichzeitig löten. Wenn dann mehrere Pins zusammengelötet werden, eine sogenannte Lötbrücke entsteht, dann muss man die danach natürlich entfernen. Da gibt es dann entsprechende Endlötlitze oder sowas. Damit geht das auch relativ einfach. Das mit dem Dranhalten geht meistens schneller, gerade wenn man sehr viele Pins hat. Bei größeren Prozessoren ist das dann interessant. Hier bei so kleinem. Bevor ich die Endlötlitze gefunden habe, habe ich sie halt per Hand hier einzeln gelötet. Ihr seht, ich bin schon fertig. Gut, haben wir sonst noch irgendwas? Im Prinzip nur noch die Verbinder und den Batteriehalter. Ja, der Batteriehalter, den sollten wir eventuell machen. Schreiben die irgendwas? Soll man da noch ein bisschen was drauf machen? Make sure you solder it where the battery can slip onto the board. Okay, mehr steht da nicht.
Die Frage für mich wäre halt gewesen, ob man hier unten auch noch ein bisschen Lötzinn drauf machen soll, aber ich denke, das brauchen wir nicht. Suchen wir mal den Batteriehalter, ne? Nehmen wir die hier. Weld Plate Type Battery Shrapnel Battery Holders. Klingt so, als ob das mit ein bisschen Glück funktionieren könnte. Wobei ich sehe gerade, so ganz funktioniert das nicht. Die sind nämlich für SMD gedacht. Nicht zum Durchstecken. Und hier ist zum Durchstecken. Na, egal. Dann, ich biege mir gerade hier unten die Füße einmal gerade. Dann sollte das auch irgendwie passen. Bestimmt. Und jetzt ist gerade, das müsste funktionieren. Hier hinten ist im Übrigen noch so ein Ding, was nach unten geht. Das sollte in Richtung Mitte gehen, sodass man die Batterie von hier oben der Außenseite reinschieben kann. Jetzt gucken wir mal. Ein bisschen biegen und zack. Oh, das sieht gut aus. Ich denke, so geht das. Jetzt das Board einmal rumdrehen. Und mit etwas Glück hält das. Jo, wunderschön. Dann können wir hier, wo die beiden Batteriekontakte durchkommen, einfach was Lötzinn drauf machen. Und dann sollte das halten. Eventuell muss man da ein bisschen länger drauf halten, denn sehr viel Metall braucht entsprechend länger, bis das heiß ist. Die anderen Lötstellen waren ja relativ klein. Das geht dann schneller. Und damit haben wir dann auch unseren Batteriehalter da, wo er hin soll. Im Übrigen, das, was wir gelötet haben, ist der Pluspol. Der Minuspol ist dann einfach die große Fläche unten drunter. Und das verbindet dann so. Gut. Fehlt noch eine USB-Buchse, ein Buzzer und die LEDs. LEDs muss ich mal gucken, wo ich noch welche habe zum Durchstecken. Buzzer habe ich hier. Das sieht richtig aus. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Hier ist ein Plus drauf. Auf dem Buzzer, wenn wir hier gucken, da ist eins auf dem Aufkleber oder wenn wir den Aufkleber abmachen, auch auf dem Gehäuse. Der Aufkleber, das ist, wenn das industriell gefertigt wird, dann wird das Ganze nämlich gebadet und alles. Das haben wir nicht. Der Plus kommt hier bei dem, ja, drauf steht nichts, aber ich sehe, dass es hier hinkommt, nach oben. Denn da geht das Trace hin, das andere ist gegen Ground verbunden, also gegen den Minuspol. Dann gehen wir hier auch hin und machen das so nach oben und ich merke gerade, das passt gar nicht. Dang it. Die haben ein anderes Pinout. Das ist natürlich schade. Ja, da muss ich mal gucken. Da muss ich gleich mal was improvisieren. Ich meine, wir haben genügend Platz. Im Zweifelsfall einfach noch ein Loch reingebohrt in die Platine und weggekratzt. Das passt schon. Da das hier der zweite Pin ja Ground ist und hier diese ganze helle Fläche, die wir hier sehen, die ist auch alles Ground. Das heißt, im Prinzip ist das nicht so ein Problem, dass wir jetzt hier etwas haben, wo das Pinout anders ist. Also der Abstand zwischen den beiden Beinchen, die wir löten müssen, größer ist als das, was hier auf dem Board vorgesehen ist. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach Sachen aber hier aus der Gabelkiste geholt. Die sind jetzt normalerweise nicht dafür gedacht. Wenn ihr das fertige Set holt, irgendwie, ich glaube, das gibt es sogar noch zu kaufen, habt ihr wahrscheinlich auch die passenden Bauteile dabei. So, ich habe gerade mal geguckt, also empfohlen werden von denen 3 mm in grün. Das ist jetzt natürlich, ja, nicht so berauschend mit einem grünen Board. Deswegen gehe ich dann lieber auf Gelb. Das sieht, denke ich, ganz gut aus mit dem Grün und gelbe LEDs und grüne LEDs. Die haben relativ ähnliche Spannungen. Ich denke nicht, dass das in der Schaltung ein Problem macht. Ich bin noch am Überlegen, ob ich auf 3 mm gehe oder ob ich nicht eher 5 mm hole, die ein bisschen größer sind. Ich mache, denke ich, erstmal die 3 mm wie empfohlen rein. Da guckt dann zwar das Weiß so an der Seite noch ein bisschen raus, aber ich denke, das ist eigentlich groß genug. Müssen jetzt natürlich gucken. Hier gibt es auch wieder ein Plus und Minus. Ist das irgendwo auf der Rückseite noch zusätzlich beschriftet? Nein. Dann orientieren wir uns daran, dass der untere Ground ist, also kommt das längere Beinchen nach oben. Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir das hier durchstecken. Boah. Ist, denke ich, okay. Lassen wir so. Gut. Auf der anderen Seite dann auch. Ground ist unten. Da sehen wir die Verbindungen. Also das längere Beinchen nach oben. Einmal durch. Und dann können wir auch die schon mal festmachen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die halbwegs gerade hinkriege. So. Was ich jetzt mache, ist jeweils erstmal nur einen von den beiden Pins mit Lötzinn versorgen. Da kann ich mich jetzt hingehen, kann das Board noch mal rausholen, von vorne gucken. Der hier sitzt schon mal ganz gut. Der andere hier, da sehen wir, der hängt irgendwo in der Luft. Das heißt, ich mache jetzt hier von hinten warm,
drück von vorne nochmal nach. Und das sieht gut aus. Kurz warten, bis das fest ist und beide gerade. Jetzt können wir dann den Rest entsprechend da auch verlöten. Das ist wieder, dadurch, dass es Ground ist und mit der riesen Kupferfläche hier verbunden ist, muss man da eventuell ein bisschen länger dran halten, bis das die Temperatur übertragen ist. Das Ganze greift. Hier so sieht das schon ganz gut aus. Und da das jetzt hier ein bisschen zu lang ist, nehmen wir uns einen Seitenschneider und oberhalb der Lötstelle knipsen wir das Ganze ab. Dann können wir die Beinchen wegholen und die stechen uns dann am Schluss nicht irgendwie hier die Augen aus. Gut. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Buzzer. Wie gesagt, da muss ich mir noch ein Loch machen. Und der USB-Port, da muss ich passen. Hier braucht man einen USB-Port, wo die Pins gerade rausgehen. So einen habe ich nicht da, wenn ich richtig sehe. Das heißt, da muss ich mir erst noch einen für besorgen. Im Zweifelsfall kann ich da einfach ein Kabel dran halten. Geht ja nur ums Programmieren. Da lässt sich das Ganze irgendwie schon improvisieren. Aber ich werde auf jeden Fall bei der nächsten Bestellung mir so einen noch holen. Oder eher gesagt eine Tüte davon, um auch wieder was auf Reserve zu haben, falls ich die nochmal irgendwo brauche. Und wie gesagt, zum Testen sollte dran halten reichen. Und soweit sind wir jetzt ja eigentlich theoretisch fertig. Was ich jetzt noch gucken muss, was ich nämlich nicht beachtet habe, der hier ist ja noch nackt. Das ist ja ein komplett leerer Chip. Und ich sehe jetzt hier nicht, dass sie was zum Programmieren außer USB vorgesehen haben. Und USB geht erst, wenn wir deren Software drauf haben. In dem Kit, das sie verkaufen, wird das wahrscheinlich schon vorprogrammiert sein. Hier ist es das nicht. Ich gucke mal, ob ich eine Klammer habe, die ich von oben draufsetzen kann, um den erstmalig zu programmieren. Im Zweifelsfall muss ich ihn nochmal auslöten, dann extern programmieren und dann mit der Software von denen hier reinsetzen, sodass USB überhaupt funktionieren kann. Wie gesagt, muss ich gleich mal gucken, ob ich eine Klammer habe für hier diese Größe. Und ich male mir jetzt erstmal hier den Buzzer an, dass wir den mal festkriegen. Wo ist er? Da ist er. Das heißt, wir hatten gesagt, den Plus machen wir dahin, wo er hin soll. Der hier und der Minus, der muss dann da irgendwo hin. Das sollte schon irgendwie machbar sein. Halten wir halbwegs gerade. So ist das gut. Und dann mache ich mir hier einfach so einen kleinen Schlitz hin. Ich schleife ja einfach ein bisschen über die Lötstoppmaske und gut, jetzt ist es hier zu hell. Vielleicht kann man so ein bisschen erkennen, hier ist jetzt eine Markierung in der Lötstoppmaske. Da sieht man sie. Und an der Stelle bohre ich dann einfach ein Loch durch. Wie gesagt, hier müsste das funktionieren. Wir haben hier oben keinerlei Leiterbahnen. Wir haben auf der Rückseite an der Stelle hier keinerlei Leiterbahn, weil ich sehe gerade, huppala, ich habe den falschen gehabt, oder? Ja klar, das wäre schief gegangen. Haha, dann machen wir das lieber hier hin irgendwo. Aber gut, auch da haben wir hier keine Leiterbahnen, hier müssten wir auch vorbeikommen. Ich denke, das passt. Gut, dann suche ich mir nachher mal einen Bohrer und hau da mal ein Löchelchen rein. Also das Ganze erstmal eingespannt, was jetzt aufgrund der Form vielleicht nicht ganz so einfach ist. Dann passenden Bohrer rein. Ich habe hier glaube ich so 1 mm oder sowas. Das Ganze an die richtige Stelle buxieren, denn wir haben uns das ja vorher alles ganz toll ausgemessen. Und dann machen wir ein Loch da rein. Ist ja gar nicht so schwer, oder? Und das war ja klar. Ich hätte vorher vielleicht doch noch mal messen sollen. Meh. Und ja, wie befürchtet, ich habe da so ein bisschen das Trace zum Pluspol vom Buzzer mitgenommen. Das ist natürlich jetzt ungünstig, wenn ich hier entsprechend das Metallding durchstecke, besteht da die Gefahr, dass ich das Trace mit dem Ground daneben kurz schließe. Und das wollen wir natürlich nicht. Also müssen wir mal wieder meine Ungeduld und nicht ganz so gutes Pi mal Daumenmaß irgendwie ausgleichen. Das heißt, ich gehe hier einfach mal ein Stück runter, kratze dann hier entsprechend das Trace weg, sodass da die Verbindung zum Mikrocontroller nicht mehr drauf ist. Dasselbe dann über der Stelle, wo es beschädigt war. Und dann mache ich hier einfach so ein bisschen Metall drüber als kleine Brücke. Das ist mit Sicherheit nicht die schönste Sache, aber es geht jetzt relativ flott. Und sollte funktionieren. Und auch an der anderen Stelle, ihr habt eben gesehen, ich habe ein bisschen
Lötstoppmaske weggekratzt. Entsprechend kann ich auch da den Ground festlöten und damit sollte das Ding jetzt eigentlich funktionieren. Und das sieht gut aus. Ich habe hier noch so eine Klammer gefunden. Die hat unten an der Spitze Kontakte und hier oben, da sind einfach so Pins, wo man so ein Dupont-Kabel draufstecken kann. Und mit etwas Glück kann man die Klammer hier holen, kann die hier drüber halten und dann entsprechend auf den Chip hier ablassen, sodass der da Kontakt zu den Beinchen herstellt. So kriege ich dann hier meine Kabel dran, um das Ding zu programmieren. Wenn das nicht geht, müssen wir ein bisschen improvisieren. Ich habe hier solche ZIF-Sockel, heißen die Zero Insertion Force. Das sind kleine Halter. Den mal hier hin machen. Dann können wir hier sehen, wenn ich runterdrücke, da sind Federn hier, gefederte Kontakte. Dann könnte ich mir einfach irgendeinen von den Prozessoren holen, also entweder den auslöten oder habe hier noch einen frisch aus der Packung jetzt mal zum, für die Demo. Wenn ich herunterdrücke, kann ich den hier reinlegen. Lasse wieder los, die Federn gehen zu und auch jetzt habe ich hier Kontakt und zwar hier unten auf diese entsprechenden Pins. Und in beiden Fällen kann ich dann ein externes Programmiergerät anschließen, also zum Beispiel ein USB-ASP, STK500 oder auch einen anderen Arduino, das würde auch funktionieren. Damit kann ich dann den Prozessor erstmalig programmieren, damit ist der nötige Bootloader drauf und dann klappt dann auch hier die USB-Schnittstelle, die wir dann hier am Schluss bei dem Board unten dran hätten. Das ist zumindest der Plan. Ich selber nutze hier einen anderen Arduino als Programmiergerät. Da gibt es unter den Examples in Arduino eine Sketch. Ich glaube Arduino ISP heißt das Ganze. Muss man auf den Arduino, den man als Programmiergerät nutzen will, drauf machen. Dann MISO und MOSI jeweils verbinden zum anderen Chip. Oder in meinem Fall hier zur Klammer. Und dann kann man hier das Ganze mit AVR Dude machen. Das ist eine Software, die ist unter anderem bei Arduino dabei. Gibt es aber auch separat. Und wenn ich die hier mal drauf werfe mit den entsprechenden Parametern, jep, der Chip reagiert. Also wir haben eine Verbindung und können das Ding jetzt programmieren. Die paar Töne, die das im Hintergrund macht, weil der Buzzer an den Programmierpins angeschlossen ist, ignorieren wir mal gekonnt. Und so können wir den Micronucleus Bootloader, der für die USB-Kommunikation verantwortlich ist, da drauf schmeißen. Ist aber leider noch nicht komplett, denn wir brauchen neben dem Bootloader auch noch die sogenannten Fuses. Das sind ja Konfigurationseinstellungen für den Mikrocontroller. Wenn wir drauf gucken, was da umgestellt wird, ist einmal der Brownout-Level. Das heißt also, wenn die Spannung unter einen gewissen Wert sinkt, schaltet sich der Controller ab und resettet sich und macht nicht weiter. Und das zweite wäre die Taktquelle. Normalerweise läuft das Ding über einen internen Oszillator, ich glaube mit einem Megahertz am Ende, weil wir noch durch 8 teilen. Das nutzen wir nicht. Wir nutzen stattdessen ein PLL, der versucht sich nämlich auf das USB-Signal zu synchronisieren. Deswegen diese Einstellung. Und natürlich auch noch wichtig ist der letzte Punkt da, dieses Self-Programming. Das heißt, die Firmware darf sich selber überschreiben. Was natürlich Sinn macht, wenn wir irgendwie mit unserer Firmware, die USB spricht, den eigenen Flash neu programmieren wollen. Und was USB angeht, ich habe jetzt erstmal zum Testen einfach nur ein paar Kabel angelötet, die in der USB-Buchse gehen. Sollte erstmal ausreichen. Unter Windows ist das mit dem Treiber wie üblich ein bisschen komplizierter. Da müsst ihr hingehen, einmal hier den aktuellen Release anklicken, den es gibt. Und dann hier die Sources als ZIP runterladen. Kann einen Moment dauern. Dann öffnen wir das Ganze hier in den Ordner rein und wir finden hier einen Windows Driver Installer und wir brauchen die ZADIC212-Exe in dem Fall hier oder ZADIC-irgendwas-Exe. Wie ihr seht, das ist noch komprimiert, das heißt wir packen uns einfach mal den ganzen Ordner und extrahieren den irgendwo hin, zum Beispiel auf dem Desktop. Dann funktioniert das wahrscheinlich etwas besser. Wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt hier unsere USB-Geräte und was wir aber machen wollen ist Device, Load Preset Device. Und da wählen wir hier die Micronucleus CFG. Er erkennt jetzt automatisch hier 16D00753 mit WinUSB. Gehen einmal auf Install Driver. Gerät sollte dann abgezogen sein. Driver successfully installed. Yep. Refresh Application, nein, brauchen wir nicht. Und wenn wir das jetzt einstecken, dann sollte er eigentlich den erkennen und im Gerätemanager hier zuordnen. Wir haben einen neuen Eintrag, liegt USB-Devices und hier ist er, Micronucleus. Das klingt gut. In Arduino müssen wir dann das Board noch hinzufügen. Dafür gehen wir einmal in die Voreinstellungen und fügen hier in der Liste, je nachdem ob er schon was drin hat, am Ende oder halt komplett am Anfang, wenn es noch leer ist, die Zeile aus der Anleitung hinzu. Mal OK, dann Werkzeuge Board, Boardverwalter. Und hier müssten wir die
Olimex Boards finden. Olimex AVR Boards, unter anderem für den 85er. Das klingt richtig. Das können wir dann auch direkt auswählen. Genau, Olimexio 85. Port ist leer, wunderschön, das sieht alles richtig aus. Dann kopiere ich einfach mal einen von den Beispielcodes. Ich klicke auf Hochladen, das Ding ist noch nicht eingesteckt. Das heißt, wir warten jetzt auf die Meldung. Okay, Plugin Device Now, ich stecke rein. Und das sieht gut aus. Running 100%. Und Preisfrage, funktioniert es auch? Versorgen wir das Ding mal per USB mit Strom. Ich glaube, das zählt als funktionierend. Und wer jetzt das Ding so ein bisschen kennt, ja, okay, ich habe die Software ein bisschen modifiziert. Unter anderem, weil der kapazitive Touchbutton vorne, normalerweise kann man auf die Nase drücken, das ist wie ein Taster, das funktioniert bei mir aktuell nicht. Kann jetzt sein, dass das durch die langen Kabel ist, weil das auch irgendwie mit einer USB-Leitung parallel geschaltet ist. Muss ich mir eventuell nochmal separat angucken. Aber prinzipiell, wir können den Buzzer steuern, wir können die LEDs steuern und vor allen Dingen, wir können das Ding per USB programmieren, obwohl der Controller gar kein USB kann. Wie auch immer, die LEDs blinken, der Buzzer geht und vor allen Dingen, wir können das Ding per USB programmieren. Und das war der Punkt, der mich am meisten interessiert hat, ob das klappt. Ich meine, ich habe früher schon VUSB benutzt, aber hier zu sehen, dass man das wirklich in eine fertige Platine eingebaut hat, die man wahrscheinlich in größeren Stückzahlen verteilt hat, ist auch mal interessant zu sehen. Großen Dank nochmal an die Leute von der TuxCon und von Olimex, die das hier wirklich Open Hardware gemacht haben, sodass da auch andere Leute sich das mal angucken können. Wie gesagt, ich glaube, es gibt auch immer noch fertige Sets davon zu kaufen, wenn ihr das selber machen wollt. Ich warte jetzt noch eine Runde, bis das meine USB-Buchse da ist. Eventuell gucken wir uns dann auch nochmal den Touch-Taster an, wie das technisch funktioniert. Aber fürs Erste tut die Platine, was sie soll.